Gut. Ich wünsche aber der Veranstaltung morgen in Berlin alles, alles Gute. Also das ist mir auch egal, ob das jetzt Sarah Wagenknecht und alle Schwarzer sind, die die Veranstaltung organisieren. Parteipolitik spielt für mich da überhaupt gar keine Rolle. Wir brauchen eine neue gemeinsame überparteiliche Friedensbewegung in Deutschland. Und jeder, der jetzt dafür streitet und auf der Straße, ist mein Freund und mein Partner. Dass Sie gerade selber Frau Wagenknecht erwähnt haben, es hieß ja vorne auf der Bühne, dass Frau Wagenknecht ein Honigtopf sei mitunter. Also auch nur eine Person, die Leute da in die Linke lockt. Wie sehen Sie das? Ja, ich kenne die Frau Wagenknecht jetzt nicht so gut, als dass ich ihre Absichten wirklich aufklären könnte. Das mag so sein. Ich möchte da kein abschließendes Urteil fällen. Das hieß ein Stab gebrochen über eine Person, mit der ich noch nie geredet habe. Das ist nicht meine Art. Ich mache mir jetzt immer ein umfassendes Bild. Ja. Aber deswegen habe ich sie heute auch mal persönlich angesprochen, um mir auch mal zu zeigen, wir sind bereit. Ja. Wir sind dankbar, wenn gute Leute anderer Parteien zu uns kommen. Und sei es auch nur in gemeinsamen Veranstaltungen auf der Straße. Wie gesagt, Partei darf nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, sondern ein Einsatz für dieses Land, damit wir überhaupt noch eine Zukunft haben und wir nicht in einem dritten Weltkrieg, in einem nuklearen Inferno untergehen. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Das ist eine gute Nachricht, dass wir alle zusammenhalten, was Putin niemals erwartet hätte. Das ist der wichtigste Punkt und das deinetwegen, ernsthaft. Weil es eine Menge Diskussion gab, als wir noch nicht in der Übergangsphase waren und viel Arbeit. Aber du hast einen hervorragenden Job gemacht und wir danken dir dafür. Ich möchte dir dafür danken. Danke, danke.